Für seinen Urlaub nahm Göttervater Zeus das Schönste, was Griechenland zu bieten hatte, und trug es hier zusammen. Die Pelion-Halbinsel in der Region Thessalien. Heimat der Argonauten und der Zentauren. Und von Wurstspezialitäten wie des Spezofai. Die Halbinsel wird vom Pelion-Gebirge bedeckt. Es ist die Kräuter- und Obstkammer Griechenlands. Bekannt sind die schmackhaften Firikia-Äpfel und die eingelegten Früchte. Dazu den heimischen Schnaps Tsiporo. Geht Schäfer Alekos Sarakatsanis seinen Tieren an die Wolle. Alekos war in seinem früheren Leben Friseur in Volos, der Großstadt am Fuße des Pelion. Vor Jahren, noch rechtzeitig vor der Krise in Griechenland, entschloss er sich, den Beruf zu wechseln. Er wurde wie schon seine Vorfahren Schäfer und genießt die Unabhängigkeit. Natürlich protestiert der Kunde, wenn du etwas gegen seinen Willen machst. Hier bist du kein Jäger des Geldes, sondern ein Jäger des besseren Lebens. Leben bedeutet nicht Geld. In der Stadt musst du von früh morgens bis spät abends die Hand in der Tasche haben und immer Euros rausholen. Das Einzige, was dich hier nicht interessiert, ist der Euro, weil du nicht brauchst. Alekos hat eine große Familie. Maria ist eine seiner Enkeltöchter. Sie besucht ihre Großmutter, Vasso, Alekos Frau. Vasso wohnt in einem Haus am Rande des Dorfes Makrinitsa, hoch in den Bergen des Pelion. Makrinitsa wird der Balkon zum Pelion genannt. Vasso brauchte lange, bis sie sich an den spektakulären Blick auf Stadt und Meer gewöhnt hatte. Es ist hier wie in einem Flugzeug. Als ich zum ersten Mal aus der Stadt hierher kam, sagte mir Alekos, ich soll in diesen Raum gehen und rausschauen. Der Raum war noch nicht fertig. Ich schaue also raus und werde fast ohnmächtig, weil darunter der Abgrund ist. Ich soll hier leben? Ausgeschlossen. Schließlich bin ich hergezogen. Wir bekamen Kinder und wir schlafen auch hier. Wenn es regnet und stürmt, denke ich, dass wir irgendwann mal da unten landen. Aber was soll ich machen? Zum Mittag machen Vasso und Maria Chorta mit Eiern. Chorta heißt so viel wie Kraut und ist wildwachsendes Gemüse, frisch vom Berg. Vasso und Maria zerteilen die Kräuter nicht zu fein, damit sie nach dem Kochen bissfest bleiben. Heute sind auch Brennnesseln dabei. Außerdem Mangold, Spinat und Malve. Hast du dich verbrannt? Macht nichts, Dummerchen. Das ist gar nicht schlecht, sich zu verbrennen. Das macht uns stark. Sehr gut. Fass mal die Brennnessel an. Ah, meine Hand. Wie willst du denn eine Oma werden? Pass du mit dem Messer auf. Vasso brät die Zwiebeln und selbstgemachtes Tomatenmark in Olivenöl an. Dazu gibt sie das wilde Gemüse sowie rote und grüne Paprika. Das war immer ein Alltagsessen. Es gab selten Fleisch, vielleicht einmal die Woche oder alle 14 Tage. Chorta gab es dagegen überall, im Garten, in den Pflanzkübeln. Das aßen auch die Kinder gern. Und die Mütter gaben ihren Kindern dadurch viele Vitamine. Heute hat man das vergessen und gibt den Kindern Salat aus dem Supermarkt. Vasso verfeinert mit süßem Rotwein. Davor hat sie noch Dill, Fenchel und Pfefferminz hinzugegeben. Schließlich noch ein paar Eier auf das Gemüse. Fertig sind die Chorta. Zum Mittagessen gibt es wie immer verschiedene Mesedes, kleine Häppchen. Die Chorta schmecken am besten, wenn sie lauwarm sind.
Alekos ist vom Berg herabgestiegen und auch Kostas, der älteste Sohn, hat Hunger. Kostas macht aus der Not der griechischen Krise eine Tugend. Er will ein lange Zeit ungenutztes Stück Land hoch in den Bergen wieder kultivieren. Im letzten Jahr hat er erfolgreich Tomaten, Zucchini und Kartoffeln angebaut. Dieses Jahr versucht er es zum ersten Mal im großen Stil mit Bohnen. Um ehrlich zu sein, manchmal habe ich Angst. Gott ist dir das Wetter. Es kann sein, dass die Produktion prima klappt, weil das Wetter mitspielt. Und dann kann es wieder so kommen, dass wir im Juli Windstärke 8 bis 9 haben. Und dann ist alles hin. Dein Laden ist im Freien. Das hängt nicht von dir ab, sondern von oben. Auf 8000 Quadratmetern möchte Kostas Gigantes pflanzen, griechische Riesenbohnen. Meter für Meter Land ringen er und ein Freund der Natur ab, um in den nächsten Tagen zehntausende Bohnensamen einzusetzen. Alles streng biologisch. Wenn die Ernte stimmt, will Kostas ein Biosiegel erwerben und seine Gigantes überregional verkaufen. Momentan ist es in Griechenland angesagt, dass die jungen Leute aufs Land zurückkehren und es kultivieren. So einfach ist es aber nicht. Man braucht gewisse Grundkenntnisse. Ich habe 12 Jahre Erfahrung. Meine Niederlagen habe ich hinter mir. Daraus lernt man. Alekos trifft sich mit einigen Bekannten und Freunden auf dem Schulplatz. Proben für das alljährliche Mai-Spektakel, bei dem der Frühling gefeiert wird. Alle Rollen werden von Männern übernommen. Der die Rolle der Frau spielt, muss etwas Ahnung haben von weiblichen Ungereimtheiten und weiblicher Geziertheit. Der Beste ist Herr Vangelis da drüben. Ich habe die Frau oft gespielt. Dabei bin ich der Älteste. Ich bin 75. Ich mache als Frau nun, ja, also wie soll ich sagen, so wie ich angezogen bin und soweit ich das als Mann kann, mache ich so laszive Bewegungen. Die Männer probieren einige Tanzszenen aus. Der Winter war lang, noch sind sie etwas hüftsteif. Alekos hat 25 Jahre lang den Teufel gespielt. Seit einigen Jahren ist er nicht mehr dabei. Wasso und Maria schneiden Paprika und Zwiebeln für die Fasoles, ein Bohnengericht. Neben Lauch und Knoblauch gibt Wasso gern noch 2 bis 3 Karotten hinzu. Die haben nicht nur eine schöne Farbe, sie geben auch den süßen Geschmack. Wenn du also groß wirst und Fasoles kochst. Falls ich für meine Kinder koche. Für deine Kinder und deinen Mann. Was für einen Mann denn? Dein Mann. Willst du keinen Mann? Nö. Und die Kinder? Willst du die allein großziehen? Du musst auch was für deinen Mann tun. Nein, danke, ich mag nicht. Er soll eine andere nehmen. Eine andere? Anastasis hat mich verlassen. Er hat dich verlassen? Warum hast du mir das nicht gesagt? Der Doofmann. Oje, an wen sind wir da geraten? Und dann? Was ist passiert? Und welches Mädchen hat er jetzt? Vasilia. Ach, Vasilia. Wasso hat die Bohnen über Nacht in Wasser eingelegt. Es ist dieselbe Sorte, die Kostas gerade anbaut, Gigantes. Jetzt lässt sie die Bohnen 30 Minuten köcheln. Gibt Tomatenmark hinzu, Zwiebeln, die Karotten, rote Paprika und Petersilie. Und lässt das Ganze nochmal 15 Minuten köcheln. Ein einfaches Gericht, das oft als eines von mehreren Vorspeisen gereicht wird. Alekos bringt seine Tiere auf die Weide.
Wie jedes Jahr hat er zu Ostern viele Schafe verkauft und geschlachtet. Das ist für ihn der unangenehmste Teil der Arbeit. Alekos liebt seine Tiere. Und er liebt die Landschaft und die Ruhe hier oben auf dem Berg. Seitdem er sich entschieden hat, seinen Friseursalon mit vielen Angestellten aufzugeben, ist Stress ein Fremdwort für ihn. Hier oben auf dem Berg braucht er nicht viel mehr zum Leben als das, was die Natur ihm bietet. So. Hier in der Natur. Guck, was da los ist. Dieser wunderbare Teppich. Du kannst dich hinlegen. Du kannst ruhen. Du kannst das Buch lesen, das du lesen willst. Ich habe ein kleines Radio, mit dem ich Musik höre. Ich lese zusammen mit meinen Schafen und Ziegen. Und ich habe noch ein paar andere Dinge zu tun. Zum Beispiel meinen Garten, den wir jetzt gerade anlegen. Makrinica liegt hoch über dem Pagaseischen Golf und der Hafenstadt Volos. Viele der massiven Steinhäuser hier sind mit dem Auto nicht zu erreichen. Das Haus von Alekos und Vasso liegt besonders hoch und weit ab von der Straße. Jede Kleinigkeit, die im Haus benötigt wird, muss über die steinernen Wege zu Fuß transportiert werden. Alekos hat praktischerweise immer etwas dabei, wenn er nach Hause geht. Die Mauern rund ums Haus müssen regelmäßig erneuert und ausgebessert werden, damit das Gebäude bei starkem Regen oder Schnee nicht abrutscht. Alekos hat große Teile des Hauses und der Terrassierung rundherum selbst gebaut. Jetzt erweitert er die Gartenfläche. Dazu benutzt er keinen Mörtel. Im Pilion regnet und schneit es viel. Gut gebaute Trockenmauern halten länger, weil sie durchlässiger für das Wasser sind. Du siehst, dass hier alles in Stein gebaut ist. Die Erde ist hier stark abschüssig. Wenn man diese Terrasse nicht bauen würde, hätte man ein Problem. Bis Alekos fertig ist mit dem Garten, nutzt Vasso vor allem die kleine Terrasse vor dem Haus. Hier hat sie neben einigen Blumen auch viele Dinge für den täglichen Küchenbedarf gepflanzt. Erdbeeren, Gurken, Tomaten, Salat, Lavendel, Minze und Oregano sind so immer zur Hand. Wenn man so weit oben wohnt wie wir, ist es ziemlich anstrengend, ins Dorf zu gehen, wo die Geschäfte sind. Darum haben wir hier alles, was wir brauchen. Ansonsten gäbe es nichts zu essen. Dann wären wir halt hungrig. Im Pilion wird viel Obst angebaut. Ob Zitronen, Kirschen, Äpfel oder Melonen, Vasso legt all diese Früchte gern in Sirup ein und serviert sie ihren Gästen als sogenannte Iliko. Zusammen mit Maria sind heute wilde Feigen an der Reihe. Die beiden schneiden die Enden ab und durchstechen die Früchte. Um die Feigen fester und haltbarer zu machen, legt Vasso sie in etwas Kupfersulfat ein. Eigentlich ein Gift. Vasso wäscht das Gift anschließend unter fließendem Wasser sehr gründlich wieder ab und drückt die Feigen aus. Es gibt viele Verwendungsmöglichkeiten für die blauen Kristalle. Das wirkt antiseptisch. Die Alten haben es pharmazeutisch benutzt. Sie bekämpfen damit den Haarausfall. Wir nutzen es halt für diese Süßigkeit. Vasso gibt gern noch Mandeln zu den Feigen. Warte mal, ich zeig dir, wie das geht. Schau mal her, jetzt fliegt eine. Oh Gott. Vasso hat die Mandeln kurz gekocht, so kann man sie einfach aus der Hülle drücken. Nach ein paar Versuchen hat auch Maria den Trick raus. Vasso kocht die gesäuberten Feigen in Zuckerwasser und gibt die Mandeln dazu. Ich.
Auf ein Kilo Feigen nimmt Vasso ein Kilo Zucker. So halten die Feigen später ewig. Damit es nicht ganz so süß wird, gibt sie den Saft einer Zitrone hinzu. Schließlich prüft sie die Konsistenz des Sirups. Er soll ohne zu tropfen, aber auch nicht zu zähflüssig vom Löffel fließen. Kostas zieht sich gern in die Einsamkeit der Berge zurück. Er fotografiert die Pflanzen und Tiere, die er auf seinen Wanderungen findet. Überall im Pelion wachsen wildes Gemüse und Kräuter mit pharmazeutischer Wirkung. Einige Vogelarten, Schlangen und andere Tiere bevölkern das Gebirge. Auf seinem Weg findet Kostas ein Knabenkraut. Er gräbt die Wurzelknolle, genannt Salep, aus. Das ist gegen Erkältung. Wir ziehen mit einer Nadel einen Faden durch die Knolle und hängen sie an die Wand. Dort trocknet sie mit der Zeit aus. Ist sie ausgetrocknet, wird sie im Mörser fein zerrieben. Ein kleiner Löffel von diesem Pulver wirkt gut gegen Erkältung. Zeit fürs Abendessen. Kostas sammelt Farnsprossen, mit denen er ein Omelett zubereiten möchte. Er schneidet nur die ganz jungen, noch eingerollten Sprossen ab. Die älteren Farne sind ungenießbar und sogar giftig. Kostas hat ein altes Haus am Rande seines Grundstücks wiederhergerichtet, in dem schon seine Vorfahren übernachtet haben. Zwei Freunde sind zu Besuch. Einige Betten, ein einfacher Gasherd und ein Bach in der Nähe. Viel mehr braucht er nicht zum Leben. Kostas mag die einfache, natürliche Küche. Er kocht den Farn und brät ihn dann kurz in Olivenöl an. Später lässt er ihn auf Küchenpapier abtropfen. Jetzt noch ein paar Eier verrühren, in das Olivenöl geben und die Farnsprossen dazulegen. Die griechische Küche sieht manchmal kompliziert aus, ist aber sehr einfach. Alles, was die Natur im Pelion zu bieten hat, kann man zubereiten. Mit Salz und Pfeffer wird heute Abend nicht gespart. Nach einem langen Tag haben Kostas und seine Helfer schließlich Hunger. Zum Essen wird im Pelion gerne ein Ziporo getrunken. Ein doppelt gebrannter Tresterbrand, eine Art Grappa mit Anisaroma, oft selbst gebrannt. Prost! Prost! Der nächste Morgen, Tag des Maispektakels in Makrinica. Alle Mitspieler versammeln sich für die Vorbereitungen. Ein Jüngling in Tunika und Blumenpracht verkörpert den Frühling. Über Nacht ist der Darsteller des Teufels erkrankt. Nun muss Alekos tatsächlich einspringen. Die Dorfbewohner verwandeln sich in Tänzer, Türken, Bauern und Bären. Auch wenn es hier und da noch etwas klemmt. Bei aller Gelassenheit, der ehemalige Friseur und Schäfer Alekos ist gerührt, dass er auf seine alten Tage noch mal in seine Rolle schlüpfen darf. Das ist schon eine sentimentale Sache nach so vielen Jahren. Wir haben das zwar an die Jüngeren übergeben, aber das hier ist die Rolle für den größten Piesacker. Man muss gut gelaunt sein, die Leute aufziehen. Damals war ich allerdings noch ein Strich, nicht so wie heute. Für alle hier ist es vor allem eins, ein großer Spaß.
Mal sehen, ob ich noch reinpasse. Der Teufel soll dich holen. Was sind das für Hände? Früher hatten wir andere Kleider. Das sind neue. Neue Kleider. Vom China-Laden. Das ist nicht von mir. Das ist chinesisch. Ich Armer. Die nötigen mich dazu. Wie man so sagt, 40 Tapfere und ein Greis. Lachst du, Aleko? Lass das, die gehören mir, hörst du? Das sind meine. Hier ist was zu sehen. Warum? Das ist der BH, lass das mal so. Warte mal, ich zeig dir was. Ich setze dir Hörner auf. Sehr schön. Die Damen kümmern sich ums Abendessen. Es gibt das traditionelle Spezofai. Schmeiß die Samenkörner nicht weg, die sind gut. Weißt du wofür? Die sind gut für die Verdauung. Paprika und die äußerst würzigen Würste der Region. Das sind die wichtigsten Bestandteile dieses typischen Pilion-Gerichts. Puristen kommt kein anderes Gemüse ins Spezofai. Wasso ist das zu langweilig? Sie gibt noch Auberginen hinzu. Sie frittiert die Auberginen in Olivenöl, bis sie leicht knusprig sind und lässt sie dann abtropfen. In einem zweiten Topf werden die Würste in ein wenig Olivenöl angebraten. Das ist Marias Aufgabe. Spritzt es? Ziemlich. In einem dritten Topf hat Vasso zerteilte Tomaten in etwas Öl geschmort. Nun gibt sie die frittierten Paprika, die Auberginen und 10 Minuten später die Würstchen hinzu. Noch etwas köcheln lassen und mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken. Ist es uns gelungen? Was das Salz angeht, braucht es noch ein bisschen. Noch mehr? Klar. Nicht doch. Es braucht noch ein bisschen. Es ist perfekt, kein Salz mehr. Noch ein bisschen. Nein, Maria. Dann tue ich später noch was rein. Aber nur auf deinem Teller. Die Männer machen sich auf den Weg zum Marktplatz. Die Musik und der ein oder andere Zipporo wirken wie ein Jungbrunnen auf die Darsteller des Mai-Spektakels. Das Fest, das bis auf die Antike zurückgehen soll, ist eine ganz eigene, etwas subversive Mischung aus Tanz, Schauspiel und Frühlingsritual. Ein Zwitter. Dann schlägt Alekos große Stunde. Wird es fertig, bis die Gäste kommen? Natürlich wird es fertig. Alekos hat eine Ziege zum Mai-Spektakel geschlachtet. Zur Feier des Tages sind Familie und Freunde geladen. Damit die Ziege nicht von außen verbrennt und innen roh bleibt, dreht Alekos sie ohne Pause über der Glut. Ich habe eine Zeit lang woanders gelebt, weg von hier. Nicht so wahnsinnig lang, ein paar Jahre.
Für mich sieht das Paradies ungefähr so aus. Ich sage das, weil die meisten Menschen daran glauben, dass es ein Paradies gibt. So wäre es für mich. Genauso wie unsere Gegend. Der Pelion ist wirklich das Paradies auf Erden. Vasso serviert das Bezofai und noch einige andere Gerichte. Dann wird mit Wein auf das Fest und den Frühling angestoßen. Nur auf die Ziege müssen die Gäste noch ein wenig warten. Gracias.